Okay, vielen Dank. Dann auch ein herzliches Willkommen von mir. Mein Name ist, das ist schon ein paar Mal gefallen, David Lohner. Ich bin vom Karlsruher Institut für Technologie und ich wäre sehr froh, wenn ich heute nur David bin. Also wenn wir uns zumindest für die Dauer dieser Session auf einen Workshop-Du einigen können. Und damit alle einverstanden sind, würde ich das natürlich auch so machen. Und meine schöne Aufgabe ist es heute, über interaktive Elemente für Online-Kurse zu sprechen und wie man diese gestalten kann. Und zwar ganz wichtig, wie man das vielleicht auch ohne Coding machen kann, weil das ist häufig eine der großen Schwierigkeiten in der Webentwicklung, wenn man so möchte, dass man diese technischen Kompetenzen auch braucht, um tatsächlich Inhalte, die im Web zu sehen sein sollen, irgendwie programmieren muss oder erstellen muss. Und es gibt da ein schönes Werkzeug, was ich euch nachher vorstellen möchte, mit dem man das machen kann, gerade für Bildungsangebote, ganz ohne, dass man selbst programmieren kann. Allerdings habe ich das ein bisschen didaktisch gerahmt und möchte noch ein paar Dinge erwähnen, die als Hinführung zu diesem Tool dienen und die es immer ganz gut ist, im Hinterkopf zu behalten. Und darum habe ich eine kleine Agenda vorbereitet. Nochmal ganz kurz als Intro, sag ich mal, Karlsruhe, das ist diese schöne Fächerstadt am Rhein im Süden Deutschlands. Und was jetzt hier auf dieser etwas schematisch dargestellten Karte dunkelblau, violett eingezeichnet ist, rechts neben diesem Kreis, das ist das KIT. Wir haben eine sehr schöne große Campus-Universität, quasi im Herzen von einer Großstadt. Und das Schöne ist, direkt ans Stadtzentrum nach Norden erstreckt sich bei uns der sogenannte Hartwald. Das heißt, wir sind mitten in der Natur, mehr oder weniger, und gleichzeitig mitten im Zentrum am Puls der Zeit. Und das finde ich ist sehr schön. Und dort am KIT arbeite ich inzwischen seit einiger Zeit. Ich war die letzten 6 Jahre im Zentrum für mediales Lernen tätig. Das heißt, ich habe tatsächlich solche Online-Kurse, über die ich jetzt heute sprechen werde, aktiv produziert. Und seit Anfang diesen Jahres bin ich an unserem Institut für Schulpädagogik und Didaktik tätig. Und dieses ISD ist neu gegründet und kümmert sich insbesondere darum, verschiedene Didaktiken und auch die Mediendidaktik ein Stück weit am KIT zusammenzuführen. Wir haben aber heute ein paar Dinge vor. Hoppla. So, wir haben ein paar Dinge vor. Und zwar würde ich einmal ganz grob darüber sprechen, was für Material für Bildungsangebote gibt es denn überhaupt? Was brauchen wir da und was kann man alles erstellen? Wie hängt das mit den OER und CC bei? Dieser Buchstabensalat, da gehe ich nachher noch ein bisschen drauf ein, was genau das bedeutet. Wir sprechen über Medienformate, also was kann ich denn überhaupt für Medien in solchen Bildungsangeboten implementieren oder einbetten? Wie kann ich diese Formate erstellen, also was für Autorentools gibt es und wie kommen die dann in ein LMS, das sind wir wieder bei diesem Buchstabensalat. Und dann werde ich H5P vorstellen, insbesondere mit der Software Lumi.education, die es frei verfügbar im Netz gibt. Komme ich nachher zu, keine Sorge, wir werden hier nichts überspringen. Und dann wird sich eine kleine explorative Pause, habe ich das genannt, anschließen, in der ihr alle dazu aufgerufen seid, mal eine Webseite aufzumachen, euch da selber ein bisschen umzuschauen und vielleicht das mit einer Pause zu verknüpfen. Ja, aufstehen, lüften, Kaffee holen, was man halt so macht. Und danach werde ich dann 2 meiner Projekte vorstellen. Eines, das schon ein bisschen älter ist, was noch aus Zeiten meiner Arbeit am ZML, am Zentrum für Mediales Lernen, entstanden ist, nämlich eine interaktive Infografik. Und eines meiner Projekte, das ich jetzt gerade ein bisschen baue oder pflege, ist nämlich ein interaktives Skript für eine meiner eigenen Lehrveranstaltungen, die ich hier am KIT durchführe. Okay, fangen wir gleich mit dem allerersten Thema an, nämlich mit dem Material für Bildungsangebote. Ach genau, am Schluss haben wir noch natürlich Zeit für Q&A, also Frage- und Antwortspielchen. Aber wie gesagt, Material für Bildungsangebote. Die Frage ist, wo nehme ich das denn her? Denn sobald ich ein Bildungsangebot erstelle, in digitaler Form, brauche ich ja Material. Und dieses Material muss ich irgendwo hernehmen. Und die Fragen, die sich da stellen, die lassen sich in 4 Quadranten aufteilen. Nämlich, verwende ich kommerzielles Material oder verwende ich freies Material? Also bin ich bereit, dafür zu bezahlen? Oder fehlen mir vielleicht die Mittel? Ich habe in einem Projekt, gerade im Hochschulkontext, kein Geld übrig. Oder ich bin vielleicht Lehrkraft an einer allgemeinbildenden Schule und möchte da Material verwenden. Also das ist die eine Achse. Und die andere ist dann so, mache ich das Ganze selbst oder beziehe ich das Material von Dritten? Also greife ich auf was zurück, was es schon gibt? Und letzten Endes lassen sich diese 4 Parameter beliebig kombinieren. Also ich kann freies Material von Dritten verwenden, ich kann das Material selbst erstellen und das dann verkaufen, also kommerziell nutzbar machen. Und das ist immer so eine Sache. Und ich persönlich und das zeigt sich auch im Bildungsbereich, sind ganz stark auf der Seite, dass man
entweder Material selbst erstellt und das dann frei zur Verfügung stellt, oder dass man, und das ist dann der Umkehrschluss oder die andere Perspektive, dass ich auf Material, was andere Personen erstellt haben und was frei zur Verfügung steht, zurückgreifen kann. Also dass ich auf freies Material von Dritten zurückgreife. Das ist so, ja, der Königsweg. Und es sind dann genau die schon beschriebenen OERs oder, wie sie ausgeschrieben heißt, Open Educational Resources. Die Open Educational Resources bezeichnen im Grunde freie, lizenzierte Bildungsmaterialien, die ich in der Regel kostenfrei nutzbar machen, nutzen kann und vor allen Dingen deren Weiterverwendung und auch Weiterbearbeitung erlaubt ist. Ja, anders als zum Beispiel bei einem Schulbuch, wo ich nicht einfach eine Seite einscannen kann, den Text verändern kann und sie dann wieder ausdrucken kann, ist es bei den OERs explizit erlaubt und im Regel im Fall auch gewünscht, dass ich das weiterverwenden und weiterbearbeiten darf und kann. Und so bildet sich tatsächlich im Netz eine Community rund um diese OER-Szene, in der ein reges Geben und Nehmen besteht. In der Regel kann ich natürlich diese Elemente dann selbst irgendwo ins Netz stellen, aber dafür gibt es oft sowas wie Sammelstellen. Also die werden dann Repositorien genannt. Bei uns hier in Karlsruhe, Land Baden-Württemberg, gibt es zum Beispiel das ZÖR, das Zentrale Open Educational Resources Repositorium. Bei euch in NRW gibt es seit einiger Zeit das Landesportal für Studium und Lehre. Das ist jetzt bezogen auf den Hochschulkontext. Wie es in anderen Bundesländern mit den allgemeinbildenden Schulen ausschaut, da habe ich leider nicht genau den Überblick. Das soll an der Stelle aber auch gar nicht so interessieren. Da sind natürlich die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner vor Ort bei euch am Learning Lab deutlich kompetenter, als ich von außerhalb das sein kann. Diese freien Materialien sind dann unter den sogenannten Creative Commons Lizenzen, das war dieses CC in der Agenda, bereitgestellt. Und die Creative Commons Lizenzen sind im Grunde ein Konglomerat, ein Lizenzmodell, ein modulares Lizenzmodell für solche digitalen Artefakte. Ja, und diese Lizenzmodule sind kombinierbar. Also CC steht immer für Creative Commons, hat der eine oder die andere vielleicht schon mal gehört. Und dann gibt es verschiedene Module, nämlich das BY, also dass ich eine Namensnennung sage, das ist im Grunde so, wie wir das in der Wissenschaft auch jedes Mal tun, wenn wir uns auf eine Quelle beziehen, wir sagen, wer diese Quelle erstellt hat. Also wir nennen die Autorinnen und Autoren. Und dann gibt es in den CC-Modell noch weitere Parameter, die man ja als Module dazu schalten kann, mehr oder weniger. Nämlich einmal das Share-Like-Modul, was besagt, ich darf dieses Produkt nur, also wenn ich es verändere, nur unter denselben Bedingungen weitergeben wie das ursprüngliche. Ich kann also sagen, es soll nicht kommerziell verwendet werden. Das heißt, ich untersage eine kommerzielle Nutzung, sodass ich mein Material bereitstellen kann. Aber jemand, der es nutzen möchte, darf damit kein Geld verdienen. Also darf es nicht weiter verkaufen, weil ich es ja ursprünglich auch mal kostenfrei zur Verfügung gestellt habe. Und dann gibt es noch die letzte Einschränkung, die No Derivatives, also die Einschränkung, dass ich keine Derivate von einem Produkt erzeugen kann, also keine Veränderungen erstellen darf. Das heißt, ich darf ein Material nur genau in dieser Form weiterverwenden, wie ich es erhalten habe. Das ist jetzt relativ komplex und ich bin auch kein Jurist, aber man kann dann diese Lizenzen verschiedentlich kombinieren, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass ich ein Video machen möchte und in dem Video möchte ich ein Bild verwenden und ich finde ein Bild, was unter einer dieser Lizenzen freigegeben ist und ich möchte mein Video unter einer anderen Lizenz freigeben, dann geben Überblickstabellen wie diese hier Aufschluss darüber, wo das funktioniert und wo es vielleicht Schwierigkeiten gibt. Und man sieht, je weiter eingeschränkt ist, also je mehr dieser Module ich dazu packe, desto komplizierter wird es, irgendwie noch eine Lizenz zu finden, unter der ich dann mein eigenes Material weiterverwenden kann. Aber auch das ist schon quasi zwei Stufen weiter, als wie wir eigentlich heute sprechen wollen, denn heute soll es prinzipiell erstmal nur darum gehen, wie erstelle ich denn solches Material. Und genau dieses Material, das ist jetzt ein Foto von der Einschulung unserer größten zu Hause, ist natürlich die Frage, okay, wenn ich Material für Bildungsangebote erzeuge, habe ich natürlich bestimmte Anforderungen an dieses Material. Und diese Anforderungen habe ich hier mal wirklich nur oberflächlich ganz kurz genannt. Nämlich einmal muss ich ganz klar wissen, wer ist denn meine Zielgruppe? Für wen mache ich das eigentlich? Und da hängt ja ganz viel dran. Da hängen so Sachen dran wie Formulierungen, das Niveau. Ne, also es muss inhaltlich passen für die Zielgruppe. Es muss aber auch didaktisch passen. Das heißt, ich muss vielleicht, gerade wenn ich jetzt hier an den ersten Schultag denke, ich muss vielleicht eine didaktische Reduzierung vornehmen des Inhalts und so weiter. Ne, ich kann natürlich auch sagen, ich bin auf einem ganz anderen Niveau. Es soll sogar super komplex sein. Ich möchte, dass diese Komplexität in den Vordergrund tritt. Das heißt,
Ich muss dieses Material irgendwie erzeugen und mir viele Gedanken machen, bevor ich in den eigentlichen Prozess der Materialerstellung gehe. Natürlich soll dieses Material im Idealfall adaptiv sein, und zwar in zweierlei Hinsicht. Einerseits soll es möglicherweise zur Binnendifferenzierung genutzt werden können. Jetzt bin ich wieder in dem Schulkontext. Das heißt, ich möchte mit dem gleichen Material Schülerinnen und Schüler oder Studierende bedienen können, die schon zwei Schritte weiter sind als vielleicht ihre Altersgenossen in der gleichen Lerngruppe. Und wenn wir an digitale Medien denken, dann soll es natürlich auch irgendwie medial adaptiv sein. Ne? Also ich kann natürlich dasselbe Medium an einem 27 Zoll großen Bildschirm anschauen oder eben an meinem Smartphone. Das soll aber irgendwie auf beiden Endgeräten passen. Das heißt, auch da muss es adaptiv sein. Und das sind natürlich Herausforderungen, die sowohl inhaltlich, didaktisch, fachlich sind, aber auch dann, wenn wir gerade auf den letzten Punkt gehen, technisch. Und wenn wir bei dem Technischen sind, dann muss ich mir auch noch immer fragen, was für Medien kann ich eigentlich in Bildungsangebote implementieren? Das heißt, ich kann einen Text schreiben, das ist so das Einfachste, was man machen kann. Ich kann aber auch dann einen Schritt weitergehen und sagen, okay, ich nehme diesen Text als Audio auf. Dann brauche ich aber den Text vorher ausformuliert, um ihn vorlesen zu können, in ein Mikrofon. Ich kann noch weitergehen, ich mache auch noch Fotos dazu, die natürlich dann irgendwie zu dem Text passen sollen. Oder wenn ich das kombiniere, Audio und Bild, bekomme ich einen Film, also Bewegtbild. Und ihr seht schon, jedes dieser Medien implementiert die bereits vorangegangenen. Das heißt, es wird immer komplexer, je weiter ich das mache. Und am Ende steht dann tatsächlich sowas wie eine Webanwendung, die eben auf sowohl großen Desktop-Computern als auch dem mobilen Endgerät im Idealfall funktioniert. Und genau diese zunehmende Komplexität bei der Erstellung, die ist natürlich ein riesiges Problem, weil diese Herausforderung besteht, je weiter ich mich auf dieser Skala jetzt nach rechts bewege, desto mehr Technologien muss ich beherrschen. Ja, also ich muss natürlich Texte formulieren können, ich muss irgendwie wissen, wie kann ich ein Audio aufnehmen, ich muss vielleicht wissen, wie kann ich was bildtechnisch in Szene setzen. Wenn ich ein Video aufnehme, dann kann ich mir noch ganz viel Equipment kaufen und muss das bedienen können, um dann am Ende das alles in eine Webanwendung zu packen. Und ich hatte es ganz zu Beginn schon gesagt, diese Webanwendung muss ja irgendjemand programmiert haben. Das heißt, ich brauche auch da noch Kompetenzen. Und wie man solche Webanwendungen jetzt erstellen kann, ohne tatsächlich das programmieren zu können, sondern nur all das andere zu können. Darauf möchte ich mich heute fokussieren. Und dazu gibt es ganz viele Software im Netz, teilweise frei verfügbar, teilweise auch für sehr viel Geld. Hier habe ich mal zwei, die sehr viel Geld kosten, rausgesucht. Nämlich einmal auf der linken Seite ist das Werkzeug Adobe Captivate. Auf der rechten Seite ist Articulate Storyline oder Storyline 360, also als Abo-Modell. Der Punkt ist, dass diese Programme oft kommerziell sind. Die sind natürlich auch dann eben in entsprechenden Communities sehr weit verbreitet. Weniger im Bildungssektor, mehr im Corporate Learning Bereich, also im Bereich Unternehmensweiterbildung und Mitarbeiterschulungen. Und man kann, je nachdem welches Produkt man dort wählt, sagen, ich möchte das exportiert haben in einem Format, was eben aus dieser Software kommt. Dann kann ich es auch nur mit der Software weiter bearbeiten. Oder ich kann ein sogenanntes SCORM-Modul, das ist so der Standard für E-Learning-Module, auf denen sich sehr viel Software und Anbieter verstehen, exportieren. Dann ist es zumindest, das Endprodukt ist dann transportabel und weiterverwertbar. Der Punkt ist aber, gerade bei den beiden Programmen, die ich jetzt hier als Beispiel rausgesucht habe, mit einem habe ich auch schon wirklich selbst viel gearbeitet. Das ist so eine Mischung, ein Crossover aus PowerPoint, Windows Movie Maker, 2000er Flash-Animationen-Editor. Also die Software fühlt sich irgendwie wahnsinnig alt an. Meiner persönlichen Erfahrung nach ist sie super träge. Ne? Also selbst wenn ich auf einem modernen Computer arbeite, ist die Software langsam. Also man klickt irgendwas, dann wartet man erstmal 2 Sekunden, bis irgendwas passiert und dann kann man weiterarbeiten. Es ist einfach, manchmal ein Hindernis, nicht immer. Und natürlich gibt es auch Anbieter, bei denen das Ganze ein bisschen schneller funktioniert, aber zumindest bei dem Programm, was ich verwendet habe, war die Erfahrung, ich sage es mal, nicht ganz so ergiebig. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, und das ist an Hochschulen häufig weiter verbreitet, das Ganze innerhalb eines LMS, eines Learning Management Systems, zu erzeugen. Auch hier zwei Beispiele, einmal Moodle auf der linken Seite und Ilias, was wir hier am KIT verwenden, auf der rechten Seite. Die beiden Beispiele sind Open-Source-Produkte, das heißt, sie sind quelloffen, das heißt, sie kosten in der Regel auch nicht besonders, also das eigentliche Produkt kostet nicht viel oder nichts, natürlich kostet der Betrieb einer Serverplattform, wo das Ganze dann installiert ist, wieder was. Und man kann auch innerhalb dieser Learning-Management-Systeme
digitale Lernmodule direkt erstellen und bearbeiten. Der Punkt ist aber, und das habe ich schon gesagt, man benötigt dafür auf jeden Fall irgendwie einen Server. Das ist kein Programm, was man sich aus dem Netz runterlädt, auf dem eigenen Computer installiert und dann einfach benutzt. Ja, und das heißt, wir haben jetzt hier dieses Problem, dass entweder kann ich sehr viel Geld für eine Software ausgeben oder ich brauche einen Server, den muss ich warten, der kostet natürlich auch Geld. Und die Frage ist jetzt, ist es irgendwie alles doof, wenn ich ein Bildungsangebot erzeugen will oder nicht? Ja, und die Antwort ist glücklicherweise, nein, natürlich ist nicht alles doof, sondern ich kann mich auch eines Werkzeugs bedienen, das im Grunde das Beste aus beiden Welten vereint, nämlich h5p.org. .org deshalb, weil das eine Domain ist und da gibt es zwei verschiedene. Das Ganze ist quelloffen, also ich kann diese Software gratis verwenden. Auf .org, also h5p.org, kann ich mir das alles anschauen, werden wir auch gleich noch tun. Und das ist für Endanwender kostenfrei. Wer unbedingt möchte, kann das Ganze auch als Software as a Service unter h5p.com buchen. Na, dann sind wir wieder bei dem Punkt, kostet viel Geld, aber man kriegt auch entsprechend Support dafür. Und was H5P macht, ist, H5P erzeugt HTML5-Elemente. Und HTML5 ist seit einigen Jahren der Standard im Netz, der sehr viele dieser Funktionen automatisch schon integriert hat, dass Medienprodukte, die damit erstellt werden, adaptiv funktionieren. Sowohl auf einem Smartphone in dieser kleinen Bildschirm, als auch auf einem großen Bildschirm, den ich vielleicht auf meinem Desktop zu Hause stehen habe, also auf meinem Schreibtisch. Der Editor, der mit H5P kommt, ist sehr einfach zu bedienen. Man braucht keinerlei Kenntnisse im Sinne von, ich muss irgendwelche HTML-Klassen selbst definieren oder Code selbst schreiben. Das ist wirklich so Klick, Point and Click, wenn man so möchte, oder fast what you see is what you get. Und das, finde ich, ist die größte Stärke. Das Ganze ist ein modulares Prinzip. Ja, das heißt, ich kann Inhalte erzeugen und die aus verschiedenen Inhaltstypen zusammenklicken. Wie das funktioniert, werde ich auch gleich zeigen. Es gibt H5P als Plugin für gängige Learning-Management-Systeme. Die beiden, die ich eben gezeigt habe, gehören dazu, Moodle und Ilias, sodass man das dort integrieren kann, wenn man einen solchen Server betreibt. Und es gibt auch Plugins für gängige Content-Management-Systeme, wie zum Beispiel das weit verbreitetste WordPress. Ja, also wenn jemand von euch vielleicht eine eigene Webseite gehostet hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er dort WordPress installiert hat. Und auch für WordPress gibt es ein H5P-Plugin. Wie gesagt, kostenfrei und einfach nutzbar. Der einzige Nachteil ist, wenn ich das Ganze ins Web bringen möchte, muss ich es ja wieder irgendwo auf dem Server packen. Ja, und auch der Editor funktioniert in der Regel, ich habe jetzt schon gesagt, in einem LMS oder auf einem CMS im Web. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Und die Lösung hierfür heißt lumi.education. Ja, also auch das ist eine Domain. Seit einigen Jahren wiederum gibt es Domains, die eben nicht nur auf .de und .com enden, sondern eben auch vielleicht auf .education. Und dort kann man sich diesen H5P-Editor herunterladen. Die Software ist auch quelloffen, das heißt, ich kann prüfen, was ist da drin. Sie ist gratis und sie erzeugt mir eine lokale H5P-Installation, sodass ich H5P wirklich auf meinem Rechner direkt verwenden kann, selbst wenn ich nicht mit dem Internet verbunden bin und keinen eigenen Server betreibe. Den Client gibt es sowohl für Windows, für macOS als auch für Linux, also für alle großen Betriebssysteme, sodass jeder und jede da auf ihre Kosten kommt. Für die mobilen Endgeräte gibt es das noch nicht. Wobei, wenn man das Ganze dann wieder auf dem Server betreibt, könnte man natürlich auch sich über einen mobilen Browser da einloggen. Dann wird es aber sehr fummelig, ne, auf einem kleinen Bildschirm. Mit Lumi kann man H5P-Elemente sowohl editieren als auch anzeigen. Ja, also ganz wichtig, es ist nicht ganz what you see is what you get, aber man kann sehr schnell zwischen diesen beiden Modi wechseln. Und auch aus Lumi kann man die H5P-Inhalte wahlweise als HTML exportieren, sodass jemand anderes sie einfach im Browser anschauen kann, auch lokal, ohne im Internet verbunden zu sein. Natürlich muss ich die Datei transferieren. Ich kann auch Score-Module exportieren, sodass ich sie wieder in bestimmte Learning-Management-Systeme importieren kann und sowas wie Lernfortschritt automatisch gespeichert wird. Das ist also alles möglich. Und genau das würde ich jetzt einmal hier gerne zeigen, wie das aussieht. Wir fangen an mit H5P. Jetzt muss ich hier meine Präsentation einmal beenden. Und wir gehen einmal auf die Webseite h5p.org. Das ist dann die Seite. Und hier wird dann erstmal so ein bisschen erklärt, was ist das eigentlich, was kann man damit machen. Aber interessant ist es, wenn ich hier gleich auf die Examples and Downloads klicke. Denn dann kann ich mir anzeigen lassen, was ich mit H5P alles erstellen kann.
Das heißt, ich kann zum Beispiel ein interaktives Video erstellen oder eine Präsentation oder ein Branching-Szenario, also irgendwas, wo man sich immer entscheidet und dann passieren andere Dinge. Und wenn man die Liste runterscrollt, sieht man, es gibt noch viele, viele, viele mehr, die man sich anschauen kann. Und wie sowas aussieht, würde ich gerne einfach ganz kurz einmal am Beispiel der Course-Presentation hier als Inhaltstyp demonstrieren. Einmal kurz zeigen, ich klicke also drauf, die Seite lädt einen Moment und dann habe ich hier eine schöne Präsentation, wo ich auch schon sehe, okay, ich habe hier unten eine kleine Navigation, ich habe da verschiedene Folien, ich habe jetzt Text und wenn ich hier draufklicke auf die nächste Folie, dann kommt die nächste Folie. Und das Schöne ist an diesen interaktiven Präsentationen, dass ich dort eben tatsächlich Fragen platzieren kann. Das heißt, hier geht es jetzt um diese Beere im Hintergrund, da wird gefragt, welche Farbe sie hat und ich klicke jetzt einfach mal irgendeine an und dann wird mir gleich angezeigt, hoppla, das war falsch. Ich klicke jetzt einfach auf irgendwas, auch das ist falsch und das, ich hätte den Text vorher lesen müssen, dann hätte ich die Fragen alle richtig gehabt. Aber ich sehe dann hier eben, ich bekomme sofort Feedback, welche Fragen ich richtig und welche ich falsch beantwortet habe. Und ich könnte jetzt dieses Quiz wiederholen oder mir die Antworten anzeigen lassen und dann im Text bzw. in der Präsentation weiter navigieren. Hier habe ich jetzt die nächste Frage und ich glaube, das Prinzip ist schon relativ klar. Ich kann also eine Präsentation erstellen, die interaktiv ist im Sinne von, da sind Quizfragen drin oder andere Dinge. Ich kann auch ein Video direkt einbauen. Hier ist jetzt an der Stelle ein YouTube-Video implementiert oder eingebunden. Das schauen wir uns jetzt nicht an. Und diese Präsentation als solche ist direkt im Netz verfügbar. Auch hier wieder einmal eine Quizfrage, die ich zufällig auf Anhieb richtig beantwortet habe. Ich denke, das Prinzip ist klar geworden. Also ich kann mit relativ wenig Aufwand solche Inhalte erzeugen. Und was ich euch jetzt alle bitten würde, ist, dass ihr eben genau diese Domain aufruft, h5p.org, und euch einmal eine Viertelstunde Zeit nehmt, einerseits euch hier diese Inhaltstypen mal anzuschauen. Einfach, es sind überall Beispiele hinterlegt auf der Webseite, die man sich anschauen kann. Das ist also sehr gut gemacht. Das ist auch überall quasi ein bisschen ausgereizt. Das ist natürlich der Showroom, um einfach zu zeigen, was die Software kann. Geht auf die Webseite, schaut euch dort an, h5p.org, schaut euch diese Dinge an. Ich würde euch vorschlagen, wir lassen uns Zeit bis um Punkt 11 Uhr und in der Zeit macht ihr auch eine kurze Pause. Ja, geht einen Kaffee holen, lüftet schnell, vertretet euch die Beine oder sowas und dann werden wir uns hier wieder einfinden, wenn ihr alle so ein bisschen Einblick habt und ich werde dann diese zwei Projekte vorstellen, nochmal hier und auch einen Blick in den Editor geben und ein bisschen skizzieren, was wir uns dabei oder was ich mir dabei gedacht habe, als ich diese Elemente erstellt habe. Und wie sie aussehen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Explorieren, beim Anschauen, beim Experimentieren und bis gleich. Unter Lumi Education kann man sich dann, wie gesagt, dieses Tool herunterladen und man sieht auch hier dann schon gleich den Editor, wie das Ganze aussieht. Das sehen wir gleich nochmal in live. Es ist auch hier nochmal ein bisschen Bewerbung der Features, die Software hat und so weiter und so fort. Ist also relativ easy. Und was wir jetzt tun werden, ist, wir werden uns zwei Dinge anschauen. Nämlich einmal diese interaktive Infografik, die im Rahmen eines Projekts entstanden ist, das wir bei uns mit der Geophysik zusammen erstellt hatten. Wir hatten für die Geophysiker einen Online-Kurs erstellt, in dem ich glaube, 60 Videos entstanden sind, die für einen Brückenkurs zwischen dem Bachelor- und Masterstudiengang und wir wollten Richtung Ende des Projekts das Ganze nochmal irgendwie in, ja, quasi den gesamten Kurs in einem kurzen Ding darstellen und sind dann darauf gekommen, dass man doch sowas wie diese interaktive Infografik machen könnte. Und was jetzt hier zu sehen ist, ist eben eine klassische Infografik, wenn man so möchte, mit einem schönen Hintergrundbild und die ist aber ein bisschen interaktiv. Das heißt, ich kann jetzt hier schauen, was sind denn so, ja, das Basiswissen, hoppla, was ist das Basiswissen in der Geophysik? Wenn ich hier auf diese Pfeile klicke, dann lande ich auf den Seiten, die dann weiter drüben kommen. Da sind die Videos eingebettet, die sind auch auf YouTube verfügbar. Und ich kann hier über diese kleinen Navigationspfeile die anderen Videos jeweils anschauen, die mir hier auf der ersten Seite präsentiert werden. Das heißt, ich kann jetzt hier über Plattengrenzen, Erdbeben und Vulkane anschauen. Dann lande ich eben auf der zugehörigen Seite und kann dann hier wieder zurück zur Übersicht springen und kann in der Infografik weiter nach unten scrollen. Dann habe ich hier weitere Elemente und es ist überall das Gleiche. Es sind also diese Pfeile, die jeweils zu den Videos leiten und ich kann dann die anderen zugehörigen Videos zu diesem Themenbereich
mir anschauen. Jetzt ist natürlich diese Infografik, behaupte ich, in erster Linie eine Leistung grafischer Natur, weil dieser Hintergrund, also das erzählt ja schon ein bisschen so die Geschichte, wir gehen vom großen Ganzen, von dem weiten Blick von außen auf die Erde, immer weiter ins Innere, ne, von der Oberfläche und dann bis hin in die Tiefen der Geophysik. Wir haben ein paar Beispiele an geografischen Orten und dann weiter unten sind noch tatsächlich ein bisschen ja, Messgeräte und die Mathematik hinter der eigentlichen Geophysik. Und hier und da sind auch animierte GIF-Dateien drin, die diese Infografik einfach ein bisschen zum Leben erwecken. Und weiter unten haben wir dann natürlich sowas wie ein Impressum, wo dann auch das Team nochmal genannt ist, was das erstellt hat. Was verbirgt sich jetzt hinter dieser Infografik? Denn den Inhaltstyp Infografik, den finde ich ja auf der Webseite von H5P gar nicht. Sondern das ist, also Infografik gibt es hier nicht. Was sich hier verbirgt, ist eine Column, also eine Spalte, in der wiederum untereinander verschiedene interaktive Präsentationen drin sind. Das heißt, wir schauen uns quasi eine Spalte an und die Präsentationen sind so dicht beieinander, dass keine Lücke dazwischen ist. Und die Hintergrundbilder der einzelnen Präsentationen sind Segmente dieses einen großen Bildes, was in der Vertikalen sich von ganz oben bis zum untersten Ende erstreckt. Und das war tatsächlich bei dem Projekt die größte Aufgabe und die meiste Arbeit, erstmal diese, ich nenne es jetzt mal Zeichnung, diese Grafik zu konzipieren und dann auch tatsächlich zu erstellen. Sie dann in einem entsprechenden Grafikprogramm zu segmentieren, ist dann ein leichtes. Und dann haben wir sie in H5P tatsächlich direkt hier eingebaut. Wenn ich jetzt auf den Bearbeiten-Button drücke, dann sehe ich genau diese Inhalte. Das heißt, ich habe jetzt diese Spalte, also ich sehe hier, das ist eine interaktive Seite, eine Spalte. Und in dieser Spalte sind jetzt verschiedene Listenelemente und das sind alles interaktive Präsentationen. Da steht auch hier immer in Klammern hinten dran, interaktive Präsentation und so weiter. Und ich kann jetzt mal eine exemplarisch hier rausgreifen, wie die ganze aufgebaut ist. Da ist nämlich hinten dran die Grafik, man hat also hier unten unter der Präsentation die Möglichkeit, den Hintergrund zu definieren. Da ist hier tatsächlich dieses Segment der großen Grafik eingebaut. Und auf der Folie selbst sind dann eben verschiedene Textelemente platziert, die ich und auch diese grauen Elemente, dass es besser lesbar ist. Das ist einfach hier über die verschiedenen Werkzeuge, Text oder auch Bilder, Formen hinzugefügt. Auch die Pfeile sind nichts anderes als kleine Bilder. Und was jetzt hier gestrichelt gekennzeichnet ist, das ist ein Link, den ich hier, also eine Verknüpfung, die ich erzeugt habe. Und dieser Link verweist auf eine, jetzt springt mir das nach oben, der Editor, verweist auf eine andere Folie innerhalb dieser Präsentation. Und wenn ich den so definiert habe, dann könnte ich das Feld, wo der Link ist, auch woanders platzieren. Das heißt, ich kann das überall oberhalb oder über andere Bildelemente schieben. Ich will ja aber an der Stelle, dass es eben um diese Shear-Wave-Splitting beneath Scandinavia-Geschichte geht. Und sobald ich da draufklicke, lande ich eben auf der entsprechenden Folie, die ich mir hier in der Folienübersicht auch anzeigen lassen kann. Na, man müsste den richtigen Knopf drücken. Und man hätte vielleicht die Präsentation einmal üben sollen, weil ich die Folien hier offensichtlich nicht sehe. Aber ich kann hier unten über die Pfeile navigieren. Das heißt, ich habe dann hier auch einfach eine neue Folie in dieser Präsentation. Auch hier wieder Textelemente und ein Video eingebettet. Ein Video kann ich einbetten, entweder kann ich tatsächlich selbst ein Video hochladen oder ich kann eine URL oder ich glaube Vimeo funktioniert auch, also die URL zu einem Video, das woanders im Netz ist, direkt einbinden und dann wird mir das auf der Folie angezeigt. Ich kann das jetzt hier löschen, weil ich kein neues Video hinzufügen möchte, sondern es ist schon eins da. Und das wird dann eingeblendet. Und hier unten gleiches Spiel. Diese Pfeile, die zur Navigation dienen, sind auch Grafikelemente als Hintergrundbild und oben drüber ist ein Link platziert, den ich hier hin und her schieben kann. Und das ist im Grunde schon das ganze Geheimnis, was sich hinter dieser Geschichte verbirgt. Es ist vielleicht dann noch interessant zu schauen, wenn wir mal weiter unten hingehen, bei den Bildern, die ein GIF haben. Denn wenn man hier genau hinschaut oder auch hier oben, dann ist das GIF hinter, also dieser drehende Ball liegt hinter dem Pfeil. Und auch das kann man hier über diese Kontrollen einstellen. Also im Grunde, so wie das in PowerPoint auch ist, man hat dieses Folienprinzip, was man vom Overhead-Projektor auf jeden Fall kennt. Es gibt eben Dinge, Elemente, Bilder, die liegen weiter unten und es gibt andere Elemente, die liegen oben drauf. Und wenn ich von oben
auf meine Komposition schaue, dann verdecken eben bestimmte Inhalte andere Inhalte. Das ist im Grunde schon das ganze Geheimnis, was sich hinter dieser Infografik verbirgt. Und, wo ist meine Maus hin? Hier. Das zeigt sich in der Gestalt dann so, dass diese Infografik so ausschaut. Und man kann das dann eben einmal exportieren als HTML. Also wenn ich hier oben bei Lumi gehe, Datei, kann ich das Ganze entweder speichern als, dann bekomme ich eine .h5p-Datei, die ich in Lumi woanders beliebig weiter bearbeiten kann oder auch eben, wie vorhin gesagt, in ein Learning-Management-System, Content-Management-System oder andere Instanzen, wo H5P installiert ist, importieren kann, sodass mir dort diese Inhalte dann angezeigt werden. Oder ich kann die Inhalte exportieren als eine All-in-One-HTML-Datei. Das wäre jetzt in dem Fall nicht ganz so clever, weil dann das ganze Bildmaterial, also alle grafischen Elemente, würden in eine HTML-Datei kodiert werden. Das heißt, ich bekomme am Ende eine HTML-Datei und HTML ist im Grunde nichts weiter als nur Text mit einer bestimmten Syntax, die aber gigantisch groß werden würde. Sondern ich müsste das hier speichern als HTML-Datei und zusätzliche Mediendateien. Dann bekomme ich auf meiner Festplatte eine HTML-Datei und einen zugehörigen Ordner, in dem alle Bilder oder Videos hinterlegt sind, auf die zurückgegriffen wird. Ich kann das Ganze auch als SCORM-Paket exportieren und dann habe ich noch ein paar Einstellungen, die mir jeweils das Learning-Management-System dann, also wo sich das verstehen müsste. Aber auch da, das würde jetzt für den Fall zu weit gehen, zumal ja insbesondere diese interaktive Infografik gar kein eigentliches Lernprodukt ist, bei dem ich jetzt Quizfragen drin habe, die ich richtig beantworten muss, um einen Kurs zu bestehen, sondern das ist, wenn man so möchte, tatsächlich sowas wie eine Zweckentfremdung von H5P, dass wir dazu genutzt haben, die Ergebnisse unseres Bildungsprojekts, nämlich diesem Online-Kurs der Geophysiker, nochmal auf eine andere Art und Weise zu präsentieren. Und gerade mit diesen eingebetteten GIF-Dateien, also diese animierten Bilder, kann man das dann doch nochmal ganz ansprechend gestalten. Das zweite kleine Projekt, was ich gerne vorstellen möchte, ist ein interaktives Skript meiner eigenen Lehrveranstaltung, die ich hier im KIT durchführe, nämlich der Lehrveranstaltung L2D2 oder wenn man sie ausschreibt, Lehren und Lernen unter den Bedingungen von Digitalisierung und Digitalität. Und was das ist, ist im Grunde ja alle Inhalte des Kurses und das ist mit dem Inhaltstyp interaktives Buch erstellt. Und das sieht jetzt im Grunde so aus wie eine Webseite. Also ich habe hier links ein Menü, das ich ein- und ausklappen kann. Ich habe dann verschiedene Seiten und auf den Seiten habe ich hier wieder Texte, Bilder eingebunden, auch mal hier eine Präsentation eingebunden. Auch hier gleiches Prinzip, hier sind Links hinterlegt hinter diesen einzelnen Elementen. Wenn ich die anklicke, springe ich in dem Fall auf eine vergrößerte Ansicht dieser Darstellung, weil das dahinterliegende Bild so groß ist, dass man diese kleinen Schriften und Bezeichnungen der Verknüpfungspfeile auf der Gesamtübersicht nur schwer lesen kann. Weiter unten ist an der Stelle nur Text. Dieses Projekt ist auch noch ein bisschen im Wachsen und Werden, weil interaktives Skript ist hier tatsächlich ein bisschen sehr hochgegriffen. Wirklich interaktiv ist da nämlich nicht viel. Das sind hauptsächlich Texte und Videos drin und Inhalte zu diesen Themen. Man könnte natürlich auch noch hier auch sowas wie Quizzes und andere Aufgaben reinbauen. Aber auch hier einmal Blick in den Editor. Das interaktive Buch ist ein bisschen anders aufgebaut als jetzt die Spalte, aber die beiden sind relativ verwandt, weil ich hier diese Menünavigation bauen kann, indem ich eine neue Seite hinzufüge. Und auf der Seite habe ich dann genau wie eben Spalteninhalte und kann also innerhalb dieser Spalte verschiedene Elemente hinzufügen. Und hier habe ich auch die Möglichkeit, ich gehe mal ganz runter, weitere Inhalte hinzuzufügen und kann dann aus einer Auswahl der Inhaltstypen von H5P auswählen. Also in dem interaktiven Buch kann ich andere Module, andere Inhaltstypen von H5P integrieren. Leider nicht ganz alle, weil das einfach noch nicht so weit programmiert ist. Aber es kommen immer mal wieder neue dazu. Also ich kann auch hier Audios hinzufügen, ich kann Lückentexte, interaktive Präsentationen, so wie wir es eben gesehen haben, einbauen. Ich kann die natürlich Texte und Bilder, ich kann ein interaktives Video einbauen, so wie ich es vorhin gezeigt habe, indem ich dann im Video auch Quizfragen zum Beispiel stellen kann, die so eingestellt sind, das geht, wenn ich die Quizfrage richtig beantwortet habe, läuft das Video weiter. Wenn ich sie falsch beantworte, springt das Video zurück zu dem Zeitpunkt, an dem die Erläuterung für diese Frage genannt wird. Das finde ich ist ein sehr spannendes Feature, dass man sich überlegen kann, wie das didaktisch einzusetzen ist.
Und ich habe natürlich noch eine Auswahl an anderen Dingen, die ich hier einbauen kann. Das Schöne ist dann, dass ich hier im Grunde direkt das Ganze editieren kann, ohne tatsächlich, wie ich es vorhin gesagt habe, coden zu müssen. Ja, also diese ganzen Abfragen, was ist richtig, was ist falsch, das kann ich in H5P direkt erzeugen. Ich mache das mal hier am Beispiel einer neuen H5P-Datei. Jetzt sehe ich, ich muss meine Inhaltstypliste überarbeiten. Das würde ich an der Stelle nicht machen, sondern ich würde jetzt einfach mal einen Multiple-Choice-Test anlegen. Und dann fängt es schon an. Alle mit rotem Sternchen markierten Felder sind Pflichtfelder. Das heißt, ich müsste hier jetzt eine Frage eingeben. Jetzt muss ich ganz kurz schauen, wie ich das, welche Taste durchnehmen muss, die hier drüben. Der Präsentationslaptop steht hier drüben, deshalb muss ich ein bisschen rüberrücken. Ist aber nicht dramatisch. Welche Farben hat die ukrainische Flagge zum Beispiel? Und dann kann ich verschiedene Antworten angeben. Und bei diesen Antworten, bei diesen Antwortoptionen kann ich dann jeweils anwählen im Editiermodus, welches die richtige Antwort ist. Und dann kann ich jetzt mal sagen, die eine ist blau-gelb oder die andere Antwort ist schwarz-rot-gold. Und dann ist, glaube ich, liegt auf der Hand, welches die richtige Antwort ist. Und dann kann ich mir diese Frage, indem ich einfach nur diese Dinge eingebaut habe, schon anzeigen lassen und sehe, okay, ich habe auf einmal den Überprüfen-Button und so weiter. Ich kann jetzt hier sagen, okay, ist das richtig? Ich überprüfe meine Eingabe und ja, das ist richtig. Man kann dann weiter unten noch andere Dinge einbauen, nämlich wie die Rückmeldung ist, wie ich, also wenn ich mehrere Fragen habe, oder ich kann auch Tipps für die Rückmeldung machen im Sinne von, was passiert, wenn ich die Antwort gewählt habe, was, wenn ich die falsche Antwort wähle. Was kommt da zurück? Weiter unten gibt es noch ein paar Einstellungen, ob ich die Frage wiederholen können soll oder ob ich die Lösung anzeigen darf oder nicht. Man kann das hier relativ kleingliedrig einstellen, feingliedrig, und diese Inhaltstypen tatsächlich nach seinem eigenen Wünschen gestalten, ohne dass man irgendwas programmieren können muss. Man kann das Ganze exportieren und es funktioniert wunderbar. Also ich habe mit Lumi sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich empfehle das Tool auch meinen Studierenden, gerade eben in dieser Lehrveranstaltung L2D2, sehr gerne, weil meine Studierenden in meiner Lehrveranstaltung auch als Leistungsnachweis ein sogenanntes digitales Artefakt für Bildungszwecke erstellen können. Und ganz viele von den Studierenden erstellen dann tatsächlich interaktive Videos. Das heißt, sie müssen auch noch ein Video aufzeichnen. Das ist nicht ganz einfach, ist auch eine Herausforderung, aber das Ganze dann noch interaktiv anzureichern, sodass es didaktisch sinnvoll einsetzbar ist, ist dann die nächste Stufe. Andere erstellen, so wie ich das jetzt hier gezeigt habe, interaktive Bücher, tatsächlich mit Aufgaben, mit Zuordnungsaufgaben. Also ihr habt euch ja einige angeschaut, wo man dann die richtigen Antworten an die richtigen Stellen an Bildern ziehen muss oder wo man Lückentext ausfüllen muss. Und ich bin jedes Mal erstaunt, wie schnell meine Studierenden sich mit H5P auskennen und Lumi verwenden, um tatsächlich sehr ausgereifte solche digitalen Artefakte zu erstellen, ohne dass ich mir über das, was ich jetzt euch gezeigt habe, hinaus referiert habe, wie H5P genau funktioniert, wie man das verwendet, wie die Software funktioniert, sondern das ist, finde ich, einfach sehr intuitiv und die Abgaben, die ich bisher erhalten habe, bestätigen das.